Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Wizard 101. Ich bin in die Krabbengasse gegangen. Natürlich gehe ich jetzt gleich nicht ins Wasserwerk, aber ich wollte einfach mal gucken. In den Zugangsturm wurde eingebrochen und eine Leiter führt hier nach unten. Du solltest Hermann berichten, was du herausgefunden hast. Ich wollte mich nur mal ein paar nette Erfahrungspunkte auch abstauben, die es hier nämlich auch gibt. Eine Leiter nach unten? Sapalot! Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Warum kletterst du nicht die Leiter herunter? Wenn ich mich nicht irre, verliefen diese Alt da unten, kann sich alles Mögliche herumtreiben. Unangenehme Dinge, verstehst du? Ich würde ja mitkommen, aber das ist nun wirklich nichts für einen alten Einsiedlerkrebs. Okay, das ist das Wasserwerk. Ach, ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen spektakulärer vorgestellt, so zum Wasserwerk zu kommen. Kletterst die Leiter hinab, wo sie dich wohl hinführt. Du betrittst gleich einen Dungeon. Wenn du ihn länger als 30 Minuten verlässt oder dich ausloggt. 4 Stunden, wenn man es alleine macht. Das ist aber heftig, oder? Natürlich mache ich das jetzt nicht. Ist ja wohl mal vollständig klar, aber krass. Naja. Das ist dann die Sache, die ich mit euch mache. Und ich weiß immer noch nicht, wen ich dafür mitnehme. Und wie ich das auswähle. Aber das werdet ihr dann sehen. Keine Quests mehr? Ich dachte, der Höllifantenturm wäre auch ab Level 60. Naja, ist ja auch egal. Ah, ich muss mir das nochmal angucken hier. Oh, Level 60. Erzmagier, der Pyromantie. Stufe 60, yeah! Krass, oder? Wie die Zeit vergeht. Nicht mehr lange, dann bin ich ganz oben. So, aber jetzt geht's erstmal öde weiter in Drachenfels. Oh, wieder mit Leute besiegen, oder was? Ah ne, ich musste jetzt einen dicken Macker besiegen. Hä? Warum bin ich denn so weit entfernt davon? Ach so, ich bin hier beim Wasserwerk. Nein, nein. Das wollte ich natürlich nicht. Ich muss zu diesem Drachlingsvater. Du betrittst gleich einen. Ach, das war das mit der halben Stunde. Nee, das mache ich jetzt auch nicht. Hier sind ein paar abgehackte Beine. Naja. Was soll ich davon halten? Siegel Silster Glitzerstrom. Interessant, interessant. Sprich mit Dunkelstein. Das Forum Drachenfels. Gehen wir mal dahin. Hab jetzt natürlich kein Interesse an einem Dungeon. Ist ja wohl klar. Denn ich muss morgen auch wieder früh raus. Das heißt, das ist jetzt die letzte Folge dieser Aufnahmesession. Und dann muss ich weiter gucken. Und dafür werde ich natürlich jetzt nicht in einen Dungeon reingehen. Versteckter Typ. Sei gegrüßt, junger Zauberer. Wir in Drachen... Die Drakonier hier wurden nach dem Überfall vertrieben. Aber Drachenfels braucht dich für seine Verteidigung. Nur zu, besiege diese Drakonier und lehre sie das Fürchten. Zehn davon besiegen. Keine weiteren Quests? Das ist ja ein dickes Ding, oder? Untote Drakonier. Müssen wir es jetzt echt machen, Leute? Ach, Tatsache. Nein, Leute, nein. Bitte nicht. Ja. Thank you.
Tja. So viel gibt's denn hier gar nicht mehr zu tun, ne? Na gut, dann muss ich wohl oder übel untote Drakonier besiegen. Ob ich will oder nicht. Zombie-Drachen. Auch nicht schlecht, oder? Dass sie überhaupt fliegen können mit ihren löchrigen Flügeln. Und ich vergesse es immer wieder, dieses verfluchte Feuerprisma rauszumachen. Das ist nicht zu glauben. Toll, jetzt greift er mit seiner läppischen Fee an. Interessiert doch gar keinen, oder? 10 besiegen, das ist echt so... voll die Tortur ist das. Na komm. Bevor ich nichts mache, ne? Wupp, wupp. Eine Nachricht auf dem Handy. Vielleicht ein neuer Kommentar, wer weiß. Vielleicht aber auch nur GMX-Spam-Mail oder so. YouTube, neue Nachrichten. Moment. La 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 la. Von Minifilme. Folge 500. Folge die Kämpfe, Quests, Facecam und mehr. Hä? Ja, 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 ja. Ach so, ist schon wieder. Bin auch so verpeilt, ne? Junge, obwohl das sich überhaupt gar nicht lohnt. Wissen wir alle. Das wissen wir alle, du Depp. So, machen wir das noch. Komm. Zehn muss ich von denen besiegen. Mann, ey. Da wisst ihr, was die nächsten Folgen auf uns, auf euch zukommen. So, können wir jetzt? Jawohl. Zeigt sie ihn, Kevin. Gut. Gut, da waren es nur noch 9. Und jetzt waren es nur noch 8. Juhu! 2 von 10. Untoter Drakonier. Ja. Na, das hatten wir aber auch lange nicht mehr, dass das Spiel mittendrin ausgegangen ist. Sieht man, hat nun hier bestimmt einen kleinen Cut gesehen. Unglaublich, oder? Das ist auch erst wieder seit neuestem. Dass das Spiel einfach wupp ausgeht, das hatte ich schon mal. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich nicht auf meiner externen Festplatte aufnehme. Oh Mann. Leute. Also wirklich, das Let's Play ist nicht immer so leicht, wie es aussieht. Es gibt so viele Probleme, die dabei entstehen können. Oh, irgendwie nervig. Wenn das doch alles so einfach funktionieren würde, wie man sich das immer vorstellt, ne? Naja. Bum, bum, bum. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ärgerlich. Ärgerlich natürlich bei anderen Spielen, wo man nicht dauernd speichert. Oder wo das Spiel automatisch speichert. Oder quasi auf einem Server ja läuft. Ja. Sorry für meine Müdigkeit, aber ich bin schon eine ganze Weile auf dem Bein. Wieder mal. Ich
bin aber auch ein Jammerlappen. Aber ich muss auch sagen, ich habe festgestellt, also ich bin jetzt im Moment wieder todmüde. Ich habe aber auch festgestellt, so todmüde werde ich nur bei Wizard 101. Bei allen anderen Let's Plays, die ich so mache, die ich nebenbei aufnehme, etc. Da ist es überhaupt gar nicht so. Es ist nur bei Wizard 101. Wahrscheinlich merke ich schon, oder weil, wahrscheinlich, weil mich hier auch nichts mehr überrascht. Es ist immer so ein bisschen dasselbe, ne? Das habe ich ja schon erwähnt in einer der letzten Folgen. Und das gibt mir schon zu denken. Und da unterstütze ich mich natürlich in meiner Beharrlichkeit, da demnächst eine Pause zu machen. Weil eigentlich ist es ja ein untrügliches Zeichen. So. Na, der Angriff war ja wohl nicht ernst. So, Freunde, für ein Kämpfchen reicht die Zeit aber, glaube ich, noch, oder? Schnell noch ein paar untote Drakonier suchen. Da hustet der. Obwohl der ein Zombie ist. Hi. So, Leute. Und jetzt... Ach, wann mache ich dieses Feuerprisma eigentlich mal raus, hä? Ich weiß es auch nicht. Ah, ihr Schweinepriester, ihr... Sehr schön. Brauche ich nicht, 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 nicht. Na. Ah. Oh, Leute, wir sind hier in Drachenfelsen. Ihr greift mich mit so einer lächerlichen Fee an. Das ist seltsam, wirklich sehr seltsam. So, die brauchen wir nicht. Kai, mach dir doch ein Straßenkartendeck, ein Bossdeck, ein dies und das und jenes Deck, für alle möglichen Sachen ein spezielles Deck. Das ist eigentlich eine gute Idee, Leute. Ich habe das ja auch schon mal versucht umzusetzen. Aber auf der anderen Seite denke ich auch nie dran, das tatsächlich mal dann zu wechseln, je nachdem, wem ich gegenüberstehe. Bam. Oh, jetzt war ich gerade unkonzentriert. Oh Mist. Naja. Es ist ja der Rundenzauber, der die Viecher letztendlich dann zerstört. So ein bisschen, ne? Also noch nicht. So. Ach guck mal, die Jungs sind ja fast schon hinüber. Dann passen wir gerade noch die Runde und dann ist es erledigt. Tschüsschen. Und the next one. Au revoir. So. Jetzt müssen wir nur noch 4 besiegen. Das kriegen wir aber schnell hin. Aber in der nächsten Folge erst wieder. Denn die Folge ist jetzt schon wieder vorbei. Auch wenn gar nicht wirklich viel passiert ist. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Und hoffe, ihr seid immer noch beim nächsten Mal dabei. Wenn es heißt, der Kevin Kupferknospe streift durch Wizard City. Und alles andere auch. Ja, super gereimt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.